Also ich heiße Janan Kathiramanathan, komme aus Bielefeld und ich habe da die Schule Kasebenschule besucht für Wirtschaft und Verwaltung und mache jetzt in Halle Westfalen für Bekleidung Technischer Assistent. Das ist eine schulische Ausbildung für 3 Jahre, BTA-UA, also BTA, Bekleidung Technischer Assistent, Unterstufe. Was brauchen wir alles für die Brust, also für so eine Oberkörperkonstruktion? Die Rückenlänge. Die Rückenlänge, okay. Von wo nach? Würde ich sagen, von da bis hierhin. Ein bisschen zu lang, ne? Mode war immer schon meine Richtung. Wie gesagt, ich will immer auch Fashion Designer werden. Und dann finde ich das ein guter Start hier, diese 3-jährige Ausbildung. Was ich am liebsten mache, ist Gestaltung und Design und Nähen halt. Tanzen tue ich auch sehr gerne, auch in Freizeit. Ja, Tanz sollte mehr so Hip-Hop, so Street-Style-Hip-Hop, ein bisschen von so Videoclip-Choreografie und wie man in der Straße so Street-Dance. Egal ob du mit Autos arbeiten willst oder mit Mensch, mit Computern oder was auch immer. Mein Vater hat immer gesagt, ja, such diesen Beruf aus, wo auch bald das nicht so auf der Straße dann bist. Nur, dass du lernst darüber und dann später keinen Job hast. Ja, aber dass ich so allein einziger Junge in einer Mädchenklasse bin, das hat bis jetzt keiner, also war keiner dagegen. Und ich persönlich mit meinen Mitschülerinnen habe ich auch kein Problem. Ich hoffe mal, dass sie mit mir auch kein Problem haben. Ich verstehe mich mit jedem gut. Wenn ich auch so jetzt in dem VIP-Bereich oder in den Medien so sehe, ne, sind im Endeffekt immer die Männer, die Modedesigner sind. Ne, und ich weiß nicht, ob denen auch was gejuckt hat und dass die einzigen Männer damals da waren. Und mein Freundeskreis und so, mich ringsherum hat keinen das gestört. Und mich stört das auch nicht. Und dann schneiden wir ihr den so groß aus, dass sie den drauflegen kann, absteppen und das dann nochmal ausschneiden. Okay. Ja? Ja. Gut. Also ich will jetzt einfach das Ding durchziehen, was ich will, haben will. In alle Richtungen leiten, alles ist offen. Du musst dich nur entscheiden, sei nicht verschlossen. Nein, denn es gibt keine Grenzen, egal ob du mit Autos arbeiten willst oder mit Menschen.